Hallo und willkommen auf einen Kaffee. Ich habe das ja schon länger nicht mehr gemacht und das mag ja verschiedene Gründe haben. Ich denke, als ich damit anfing, habe ich solche Videos damit assoziiert, dass ich einfach das reflektiert habe, was ich aktuell irgendwo in einer Zeitung gelesen habe. Aber es gibt da einfach Momente, da fällt es mir schwer, diese flüchtige tagespolitische Welt zu reflektieren. Manchmal ist es einfach zu irrwitzig, um überhaupt dazu irgendeine Position zu formulieren. Und manchmal kostet das einfach zu viel Energie. Ich habe ja die letzten Wochen ein wenig mit meiner Produktivität hier in meinem YouTube-Channel nachgelassen. Das war sicher ein wenig so eine Art Fatigue. Vermutlich bewirkt dadurch, dass viele der Projekte und viele der Videoideen, die ich umsetze, manchmal eine recht große Anlaufzeit haben und ich muss Tage vorher Sachen lesen und formulieren und der ganze Produktionsablauf ist ein bisschen heftig. Ohne dass ich mich da jetzt beklagen möchte, wobei ich zugeben muss, dass ich immer noch wahnsinnig neidisch bin, dass es da Leute gibt, die jeden Tag einfach auf dem Weg in die Arbeit eine Videokamera oder ein Handy auf ihr Dashcam im Auto legen und auf Aufnahme drücken und einfach während der Fahrt in die Arbeit 20 Minuten irgendwas erzählen und das dann unglaubliche Echos auslöst und viele Likes und Abos damit generiert. Und es erstaunt mich immer wieder. Vermutlich fehlt es mir da einfach an Improvisationstalent, da einfach mal irgendwas zu erzählen. Bin da wohl ein bisschen anders veranlagt und habe immer das Bedürfnis, erstmal die Dinge zu analysieren und zu durchdringen. Und auch die simpelsten Sachen, die ich da in Angriff nehme, entarten da ganz schnell zu einem langen Projekt, das viel Vorlauf und viel Nachlauf hat, bis das überhaupt alles hochladbar ist. Naja, aber genug der Ausreden. Ich denke, ich bin ja jetzt auch am Ende meiner Auszeit, was das betrifft. Eine Auszeit, die ich zumeist damit verbracht habe, dass ich mich einfach in meinem Lesesessel verzog und einige Bücher gelesen habe. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich ja auch nicht vernachlässigen möchte. Aber jetzt geht's weiter. Für mich steht auf dem Plan die nächste Sapristi-Folge. Da wird es ja diesmal um den berühmten Band Die Juwelen der Sängerin gehen. Super charmant. Aber auch die nächste Folge meiner Reihe über den frühenglischen König Alfred ist als nächstes geplant. Und was war da noch? Der springende Punkt ist, dass ich ja jetzt seit einigen Tagen mit einer so Projektmanagement-Software namens ClickUp experimentiere und das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Also das ist ja vielleicht etwas, was ich auch brauche. Denn manchmal weiß ich da einfach nicht, wo ich zuerst oder wo ich als nächstes hingreifen soll. Und das wächst einem da manchmal auch ein bisschen über den Kopf. Diese Art von digitaler Struktur ist schon mal sehr interessant. Ach ja, woran ich jetzt auch sitze, aber das kann man wirklich nicht als Arbeit bezeichnen, ist ein von Jesse Bam vorgeschlagene Ranking-Idee. Nämlich ich schaue mich gerade durch sämtliche Star Trek-Filme durch. Mit so einer gewissen Bewertung und will die dann ranken, sozusagen from worst to best, wie man sagt, also vom schlechtesten zum besten, nach meinem Dafürhalten natürlich. Ja, was noch, bevor ich zu irgendwelchen ernsteren Themen komme, also auf jeden Fall auch ein super Dankeschön an Fräulein Lotte, die tatsächlich so eine Art Patronin oder Mäzenin meines Schaffens hier geworden ist. Und dafür bin ich ja natürlich dankbar. Das nutze ich ja auch jetzt gleich mal dafür, um meinen Ko-fi-Link mal unter das Video zu setzen und mal sehen, ob das sonst noch jemanden stimuliert. Aber das Thema, das ja natürlich jetzt alle beschäftigt hat, die letzten Wochen, ist ja vermutlich Corona, alias Covid-19. Und da dachte ich, damit will ich mich jetzt mal in diesem Video mal auseinandersetzen. Natürlich auf die mir so typische Art und Weise, die
ständig zwischen geradezu makabrer Sachlichkeit und unerträglicher Polemik hin und her schaltet, was ja manche Leute, glaube ich, in den Wahnsinn treibt. Aber das ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Für mich ist das ja auch ein bisschen seltsam und sehr ironisch, die ganze Situation, weil ich ja im Sommer letzten Jahres begonnen hatte, über eine neue Geschichte nachzudenken und die zu schreiben. Und im Herbst wurde das dann zunehmend spruchreif für mich. Und ich hatte dann im Dezember die erste Ausgabe fertig mit dem Titel Nach dem Fieber. Und abgesehen davon, dass hier endlich mal mein lange Jahre gehegter Wunsch befriedigt werden konnte, irgendwas zu machen, das man im Groschenromanformat rausbringt, weil das wollte ich schon immer tun und das hat sich nie ergeben. Also abgesehen davon, es ist schwierig, heute irgendwas in echten Groschenroman-Ambiente rauszubringen, weil die Papierqualität ist ja immer noch viel zu gut. Ich wollte das auf so richtig schönem, schäbigen, dünnen, billigen, graubraunen Papier gedruckt sehen, aber das ist ja heute kaum zu schaffen. Also das sieht ja alles immer noch viel zu edel aus. Aber hier geht es um vier Freunde, die 30 Jahre in der Zukunft leben. Hier in Mittelfranken, nachdem 30 Jahre zuvor ein grippeartiges Virus den beachtlichen Teil der Menschheit ausgelöscht hat. Und wie gesagt, das ist eine ironische Situation, weil ich ja, als ich damit anfing und als ich das rausgebracht habe, keine Ahnung hatte, dass mich die Realität derartig flott einholen wird, und zwar nur in einem Abstand von wenigen Wochen. Hat sich auch schon jemand auf Facebook aufgeführt, ich versuche da auf dem Corona-Trittbrett Geld zu verdienen. Man konnte nur sagen, naja, ich war früher da. Aber natürlich ist das auch nichts Besonderes in dem Sinne, als dass in Wirklichkeit jeden Augenblick neue dystopische Geschichten mit einem gewissen apokalyptischen Fetisch auf den Markt kommen. Das ist ja auch ein bisschen ein Zeitgeist. Aber es war schon interessant, denn ich hatte ja im Dezember hatte ich angefangen, das Buch von Nathan Wolff zu lesen, Virus, was ja ein sehr spannend geschriebenes Sachbuch ist über die Welt der Virologie und Epidemiologie. Und das liegt hier ja seit Wochen rum und ich lese da immer was raus. Und das ist schon ein befremdliches Gefühl, wenn gleichzeitig von außen diese ganzen neuen Informationen und die ganzen eher bedrohlich anmutenden News reinkommen. Also dachte ich setze mich mal hin und versuche mich zu informieren, weil das ist ja, was man angeblich tun soll, wenn man nicht so genau weiß, was los ist. Deswegen dachte ich, ich setze mich mal hin und erstelle so einen SARS-CoV-2-Steckbrief, wo stichpunktartig die wichtigsten Fakten zusammenkommen, die mir irgendwie erlauben würden, da eine gewisse Vorstellung davon zu haben, was da jetzt im Grunde los ist. Die Erkenntnis dabei war, dass das gar nicht so einfach ist, weil die meisten relevanten Angaben, die in so einem viralen Steckbrief normalerweise stehen, noch gar nicht gemacht werden können. Und an dieser Stelle ist es natürlich für den Laien wahnsinnig schwer zu unterscheiden, ob dieser Mangel an Informationen damit zu tun hat, weil das ja gerade in Realzeit um uns passiert und weltweit die ganzen Institute und Forschungsstellen ja noch gar nicht genug Forschungsergebnisse haben, um konkrete Aussagen zu fällen, oder ob hier auch ein bisschen von diversen Stellen auf die Informationsbremse getreten wird, weil man in typisch väterlicher Art und Weise das Gefühl hat, dass uns zu viele Informationen in zu viel Angst versetzen würden und zu viel überfordern würden, wie auch immer. Das ist etwas, was ich an dieser Stelle wirklich nicht beantworten kann oder beurteilen kann. Ich bin ja sozusagen relativ neu jetzt dabei als jemand, der sich mit Covid-19 beschäftigt. Ich habe ja tatsächlich geschafft, das die ersten Wochen zu ignorieren halbwegs und dachte, erstmal abwarten, wie sich das so entwickelt. Aber es ist natürlich jetzt ein Punkt erreicht, wo man das eigentlich nicht ignorieren kann. Deswegen, hier ist also mein Steckbrief. Und da sieht man ja schon, dass viele Angaben einfach nicht wirklich überzeugend gemacht werden können. Ich möchte mal von oben mit dem Kontagiositätsindex anfangen.
Der Kontagiositätsindex ist nicht nur ein Zungenbrecher, sondern beschreibt den Anteil der Bevölkerung, also jenen Anteil der Bevölkerung, der keine Immunität besitzt und beim Kontakt mit einem Virus oder Bakterium infiziert wird. Hierbei spielt es keine Rolle, ob dies bei dem Individuum zum Ausbruch der Krankheit führt oder nicht, oder ob man da einfach nur zu einem Überträger wird. Der Kontagiositätsindex wird meistens mit einer Zahl, die kleiner 1 ist, ausgedrückt. Also 1 würde bedeuten, dass alle betreffenden Personen sich anstecken würden. Als Beispiel Masern, die als eine der ansteckendsten Krankheiten gelten, die wir kennen, hat den geradezu unglaublichen Kontagiositätsindex von 0,98, also 98%, während Scharlach einen deutlich niedrigeren Index von 0,20 hat, also 0,2, also nur 20%. Das ist also eine Maßzahl, die dann in irgendwelche mathematischen Formeln eingesetzt wird, als Parameter, um bestimmte demografischen Situationen zu beschreiben, die eben stattfinden, wenn eine Epidemie vonstatten geht. Also im Fall von SARS-CoV-2 wurde noch keine solche Zahl genannt. Dafür ist es vermutlich zu früh. Hierbei spielt es sicherlich eine Rolle, dass eine so große Anzahl an Infektionen letztendlich asymptomatisch verläuft. Die nächste Zahl ist der Manifestationsindex und das ist dagegen ein Wert, der jene bereits Infizierten erfasst, bei denen dann die Krankheit ausbricht. Also das ist sozusagen die kleinere Menge innerhalb der vorherigen Menge. Hierbei wurde tatsächlich die Zahl von 58% genannt, also 0,58. Aber das ist mit Vorsicht zu genießen, da dies nur auf einer einzelnen kleinen Studie aus Japan basiert. Das sind dann auch nicht 58% aller Menschen, sondern 58% aus jener Untergruppe der Infizierten. Aber da wir den Kontagiositätsindex noch nicht kennen, ist es schwer zu beurteilen, wie ansteckend SARS-CoV-2 wirklich ist. Insbesondere in einer alltäglichen Situation irgendwo in einer Großstadt. Das kann gegenwärtig scheinbar niemand sagen. Der nächste Punkt in meinem Steckbrief ist die Basisreproduktionszahl. Da gibt es tatsächlich einige Zahlen. Das nennt man auch die Grundvermehrungsrate. Die wird meistens mit dem Symbol R0 dargestellt, mit einer tiefgesetzten Null. Zurzeit wird das mit 2,4 bis 3,3 angegeben. Eine Zahl, die ähnlich ist wie das SARS-CoV-Virus von 2002. Aber sichtlich niedriger als MERS von 2012. Diese Zahl ist gerade am Anfang einer Epidemie relevant, weil sie beschreibt, wie viele weitere Personen von einem Infizierten weiterhin angesteckt werden. Also logischerweise nur Personen, die keine Immunität besitzen, was man als suszeptibel bezeichnet. Gerade bei Covid-19 ist der Krankheitsverlauf ja zeitlich begrenzt, nicht selten asymptomatisch. Und endet zumeist mit der Immunität des Überträgers. Nun wurde bis jetzt erfasst, dass in dieser kurzen Zeit ein infizierter Mensch im Schnitt 2 bis 3 weitere Menschen ansteckt. Das ist also eine eher ungünstige Ausbreitungskurve, die erklärt, weshalb in den Medien im Augenblick so viel Unruhe herrscht. Die Basisreproduktionszahl ist somit ein rein epidemiologischer Wert, der mit dem Virus ja nicht so viel zu tun hat. Hier spielt also vielmehr unser Verhalten mit rein, unser Lifestyle. Der R0-Wert ist keine fixe Eigenschaft von einem Virus, sondern ein Wert, den man ja verändern möchte, indem Übertragungen verhindert werden. Hierbei gilt es, diesen statistischen Wert unter 1 zu kriegen. Gegenwärtig müsste man also erreichen, dass 2/3 aller Infektionen, die weltweit stattfinden, unterbunden werden. Wenn der Wert also auf 0,9 rutscht, ist die Ausbreitung überwunden und die Epidemie auf dem Rückzug. Damit gilt eine Krankheit zwar noch lange nicht als besiegt oder ausgerottet, aber man kann nicht mehr von einer Epidemie sprechen. Also im Augenblick ist man da natürlich in einer ungünstigen Situation, weil die Zahl ungefähr 3 ist. Und das bedeutet, dass da draußen im Schnitt jede Person, die mit SARS-CoV-2 infiziert ist, im Schnitt 3 Leute ansteckt. Ja, der nächste Punkt ist der Übertragungsweg. Die Dispersion von Mikropartikeln wird als Aerosol bezeichnet. Ein typisches Aerosol hat eine Größe von rund 5 Nanometern und sinkt nach einem Meter Flug rasch ab. Also das ist das, was man als Tröpfcheninfektion bezeichnet. Der Übertragungsweg für SARS-CoV-2 ist somit auf sowas wie 1 bis 3 Metern begrenzt.
Hier findet also keine Luftkontamination statt. Das kann nicht so einfach durch Atemwege übertragen werden. Allerdings wird es, meiner Meinung nach, an Orten problematisch, die einen hohen Grad an Luftströmung besitzen, wie zum Beispiel U-Bahnen, wo vermutlich das Aerosol viel weiter fliegen kann, weil in den meisten Metros doch oft eine recht seltsame Thermik herrscht und oft ein sehr unangenehmer Luftzug stattfindet. Diese Anweisung, dass die Leute sozusagen nicht offen hinaus husten und niesen sollen, sondern in Taschentücher oder wie es wie immer heißt, unter die Schulter, ist nicht absurd und hat einen starken Effekt, zumal man ohne Test nicht sagen kann, ob man nun selbst infiziert ist oder nicht, da eben so viele Verläufe asymptomatisch sind. Die Inkubationszeit, die dauert irgendwo zwischen 5 und 14 Tagen, da gibt es unterschiedliche Angaben gegenwärtig, und was dann folgt, ist Genesung und vor allem Immunität, wobei es natürlich nicht für alle so positiv verläuft, aber dazu komme ich hier gleich. Der nächste relevante Punkt wäre Morbidität. Als Morbidität bezeichnet man die prozentuelle Anzahl der Erkrankten innerhalb der gesamten Bevölkerung. Wir haben hier das Problem, dass die Zahl der Infektionen deutlich höher ist als die Zahl der Erkrankten, dabei so viel die Krankheit offensichtlich nicht ausbricht, also eine inapparente Infektion darstellt, wie man das fachmedizinisch nennt, respektive besitzen viele Leute eine sogenannte stille Feigung. Sie sind also immun und somit nicht krank. Hierzu sind absolut keine zuverlässigen Angaben zu finden gegenwärtig. Das Einzige, was wir haben, ist diese japanische Angabe zur Manifestation. Doch das ist eine sehr einsame Zahl und der Manifestationsindex ist ja nicht identisch mit der Morbidität. Aus der Morbidität leitet sich natürlich dann die Mortalität ab, also die Sterblichkeitsrate innerhalb der beobachteten Bevölkerungsgruppe. Und wenn aber natürlich die Morbidität nicht bekannt ist, ist es auch sehr schwer, die Mortalität zu erfassen. Und das ist also auch eine dieser Zahlen, die wir überhaupt nicht haben, wo ich nichts dazu finden konnte. Und schließlich gibt es die Letalität. Davon hört man dann plötzlich relativ viel in den Zeitungsartikeln. Das ist aber ein anderer Wert und ein anderer statistischer Blickwinkel. Mortalitäten sind sozusagen Sterblichkeitsraten innerhalb einer bestimmten Gruppe. Und diese Gruppe kann Menschheit sein, das können Deutsche sein, das können Männer, Frauen sein, das können Hunde sein. Die Letalität aber beschreibt das tödliche Potenzial der Krankheit selbst. Das wird zumeist in Prozenten ausgedrückt, die sozusagen die Wahrscheinlichkeit für das Individuum darstellt, an der Krankheit zu sterben. Gegenwärtig wird diese Letalität auf 2% angesetzt, also bei einer Erkrankung an Corona hat man eine Wahrscheinlichkeit von 2%, dass man daran stirbt, während man mit 98%iger Wahrscheinlichkeit überlebt. Das sind vermutlich bessere Chancen, als sich besoffen in einer Disco von einem Tschetschenen Ecstasy verkaufen zu lassen. Aber das nur am Rande. Ich habe mir jetzt hier einen kleinen Vergleich mit anderen Epidemien herausgeschrieben, die uns so in den letzten 15, 20 Jahren heimgesucht haben. Was eben die Letalität betrifft. Also die H1N1-Epidemie von 2009, besser bekannt als Schweinegrippe, die hat eine Letalität von 0,01%. Also deutlich geringer als Covid-19. Damals starben rund 250 Menschen in Deutschland und mit Corona wird das leider sicherlich viel mehr sein. Oft wird nun zur Beruhigung der Vergleich mit Influenza A gezogen. Ich höre das jetzt oft, dass wir doch ständig Grippetote haben, jedes Jahr, und was dann so die Aufregung soll. Nun, Influenza A hat eine Letalität von 0,15%, also 10-mal so hoch wie Schweinegrippe, aber noch immer deutlich geringer als Covid. Dafür ist Influenza mit einer deutlich höheren Morbidität unterwegs. Und hierbei geradezu saisonal, aber das kennt man ja, also da können ja schlagartig dann zehntausende Leute dran erkranken. Und das wiederholt sich Jahr für Jahr ständig. Im Vergleich, Ebola besitzt eine Letalität von rund 50%, beim Zaire-Ebola-Virus sogar 75%, also x-fach schlimmer als Covid, doch zum Glück mit einer nicht ganz so extremen Basisreproduktionszahl. Wenn Ebola hier die Verbreitungswerte von Corona hätte, wäre diese Zivilisation in einer massiven Gefahr. Ich glaube, das extremste Beispiel ist die Tollwut. Die hat eine unglaubliche Letalität, aber zum Glück nicht sehr flexibel in der Ausbreitung. Aber kehren wir zurück zu Covid-19 und der besagten Letalität von 2%. Hier tun sich natürlich einige Fragen auf. Wie kann es zum Beispiel sein, dass es eine Angabe zur Letalität gibt, es aber keine Angabe zum Kontagiositätsindex gibt und
Und da uns auch der Manifestationsindex stellt ja keine besonders gesicherte Zahl dar. Das ist ja eine kleine Studie aus Japan. Das ist alles, was im Augenblick da ist in der Öffentlichkeit. Und ich beziehe mich da auf Angaben des Robert-Koch-Instituts. Man würde annehmen, dass eine gesicherte Letalität erst dann festgestellt werden kann, wenn Klarheit darüber herrscht, wie viele Prozent einer Bevölkerung sich anstecken werden und davon, wie viele Prozent den Ausbruch der Krankheit erleben. Erst dann wäre eine Aussage zur Letalität sichtlich nachvollziehbar. Ich vermute, dass die gegenwärtigen 2% auf Informationen aus China zurückgehen, die man vermutlich mit gewisser Vorsicht genießen muss. Die Institute und vor allem die Politiker wollen nun keine wirren Fluxzahlen in die Welt setzen, also begrenzt man sich auf den geringstmöglichen PR-Schaden und veröffentlicht halt nur etwas darüber, dass da so die Rede ist von 2%. Dann gibt es natürlich das Thema mit den alten Menschen. Bei Menschen über 80 sollte die Mortalitätskurve bis auf 15% steigen, während sie bei Jugendlichen runter bis auf 0,2 sinkt. In den nicht wissenschaftlichen Artikeln steht dann oft, dass die Letalität sich dem Alter entsprechend verändert. Das ist typische Begriffeverwechslung, glaube ich, denn eine statistische Sterberate nach Alter ist eine Mortalitätskurve, aber das nur am Rande. Hier gilt es aber, mit intelligenter Verhaltensweise anzusetzen. Wer also alte Leute in Pflege hat, sollte mal darüber nachdenken, welche Situation man sie aussetzt, weil sie letztendlich eine statistisch viel höhere Chance haben, an Covid-19 zu sterben, als zum Beispiel junge Leute. Bei jungen Leuten, also insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, sinkt ja diese Wahrscheinlichkeit ganz tief runter auf ungefähr 0,2%. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass die jungen Menschen dennoch sehr gut das Virus weitergeben können und ausbreiten. Ja, ich bemühe mich hier als absoluter Laie um richtige Terminologie und ihre Interpretation, weil ich denke, dass es gerade dieser unklare Mischmasch aus Begriffen ist, der zurzeit massiv für Beunruhigung und Panik in der Bevölkerung sorgt. Und dazu will ich nicht beitragen. Nicht etwa, dass ich mit meinen 500 Abos allzu viel Panik anrichten könnte. Der letzte Punkt in meinem Steckbrief ist die Frage von Mutationen, was mich interessiert hatte. Dazu habe ich nur so viel herausgefunden, als dass bisher ein Vergleich von 124 SARS-CoV-2-Genomen unternommen wurde, ein Gemeinschaftsprojekt von 19 Ländern und mit dem Ergebnis, dass es überhaupt keine Hinweise auf Mutationen gibt. Das heißt also, die Infektiosität und Letalitätsrate bleiben hier vorerst konstant, auch wenn wir diese Werte noch nicht wirklich kennen. Aber man will ja nicht, dass das Virus plötzlich mutiert oder sich irgendwie kreuzt und plötzlich die Infektiosität durchs Dach geht oder plötzlich auf Haustiere übergeht und dort seine Vektoren findet. Das war ja schon bei H5N1 etwas, das sich anbahnte und wo es Aufrufe gab, zum Beispiel freilaufende Katzen einzusperren, was ja die Hölle ist, wie jeder bestätigen kann, der Katzenhalter ist. Von da ist dann der nächste Schritt Euthanasie und die Ausweitung der Mandate für Jäger und Förster. Also vergessen wir nicht, dass bei der Rinderwahnsinnpanik, also BSE, 2001 ohne mit der Wimper zu zucken, zehntausende Rinder notgeschlachtet wurden. Glaubt ihr, wenn der heilige, unantastbare Homo sapiens in Gefahr ist, dass irgendwer Rücksicht auf eure Katze nimmt? Vergiss es. Ja, das war also mein kleiner SARS-CoV-2-Steckbrief, der vor allem dadurch auffällt, dass er extrem unvollständig ist. Dies kann man zum einen der Tatsache zuschreiben, dass diese Art von Forschung nicht einfach ist und die Krankheit extrem neu ist. Das läuft gerade jetzt alles so in Realzeit um uns herum ab. Der andere Punkt ist Transparenz, das wird sicher noch ein Thema sein. Inwieweit wir hinreichend und gut informiert werden oder nicht, kann ich aber an dieser Stelle leider nicht beurteilen. Aber ich bin sicher, dazu werden wir noch viel zu hören bekommen in den nächsten Tagen und Wochen. Was wissen wir im Augenblick konkret? Ich gucke da hier auf meine Notizen. Also 90.000 Menschen wurden bis jetzt als infiziert gemeldet. Ein großer Teil davon stammt aus China. Also da liegt natürlich auch der Verdacht nahe, dass es in Wirklichkeit schon weit über 100.000 sind. Bei 80% der Betroffenen wird der Verlauf allerdings als sehr milde beschrieben. Und das reicht letztendlich von asymptomatischem Verlauf bis hin zu leichten erkältungsartigen Erfahrungen. Das ist ja gut für das Individuum.
Epidemiologisch ist es wohl ein Problem, da es schwer ist, Leute zu erfassen, die sich nicht krank fühlen und somit auch nicht zum Arzt gehen. Das ist sozusagen ein bisschen die Geheimwaffe dieses Infekts. Über 3000 sind weltweit schon verstorben. Nun auch in Deutschland gibt es die ersten Fälle. Vollständig genesen sind bereits 45.000. Das sind dann auch Menschen, die wohl alle immunisiert sind. Aber es bedeutet, dass es natürlich noch weitere Tote geben wird. Die Frage ist natürlich, ob wir uns hier auf eine entfesselte Grundvermehrungsrate einstellen müssen, die noch Monate und Jahre auf allen Kontinenten wütet und somit irgendwann mal im extremsten Fall für 2% der Weltbevölkerung tödlich enden könnte. Das ist möglicherweise ein unwahrscheinliches Szenario, aber wir hatten natürlich auch schon historische Präzedenzfälle am Anfang des 20. Jahrhunderts mit der spanischen Grippe. Das Interessante hier ist, dass eigentlich, ich könnte mir vorstellen, dass auf der virologischen Ebene für einen Wissenschaftler das Virus gar nicht so extrem und gar nicht so aufregend ist, verglichen mit anderen Pathogenen. Aber demografisch ist es natürlich die perfekte Seuche für diese Zivilisation, denn es reflektiert unseren Lifestyle. All diese Dinge, die wir gesellschaftlich vernachlässigt haben, all diese Dinge, die wir in Kauf genommen haben, all diese falschen Parteien, die wir gewählt haben, all der Egoismus, all die Arroganz, die uns so eigen ist, ist einfach perfekt für diesen Virus. Und manche dieser Details kann man so betrachten, dass dies etwas ist, wo wir als Individuen keine Macht darüber haben. Und andere, nun, da sind wir doch alle dieselben Verursacher. Da muss ich ja nicht lange suchen, um da auf interessante Themen zu kommen, wie ihr euch sicherlich denken könnt. Nehmen wir zum Beispiel die etwas manische Fliegewut von Businessleuten. Ich habe das ja schon vor mindestens 25 Jahren ja mal erlebt. Damals begann langsam mal so die ganze Telekonferenz-Technologie auf den Markt zu kommen und die ersten Systeme wurden vorgestellt beim Messen. Und die Idee dahinter war ja sicherlich, ungeachtet dessen, ob diese Idee irgendwelche altruistischen Motive besaß oder nicht, aber die Idee dahinter war, dass in der Zukunft Leute nicht mehr so viel durch die Gegend fliegen, sondern in einer Welt aus großen Bildschirmen und schnellen Übertragungsraten sozusagen an virtuellen Konferenzen teilnehmen. Und ich habe ja damals tatsächlich, weil ich in Firmen gearbeitet habe, die da so vertrieblich damit zu tun hatten, diese Gespräche waren ja nicht zu vermeiden mit alteingesessenen, professionellen Businessleuten, also Leute, die gewohnt waren, 60, 70 Flüge im Jahr zu leisten, nach Asien, Fernost, Nordamerika und all das. Und da habe ich dann sehr oft das Argument zu hören bekommen, ja, das verstehst du aber nicht. Ich muss vor Ort da sein, ich muss mir mit meinem Geschäftspartner in die Augen sehen können, da müssen die Handshakes dazu, damit ich das Geschäft abschließen kann. Das ist eine ganz eigene Art von Magie, die da in der Luft ist. Das kann man so nicht einfach abwickeln über einen Monitor. Ja, das kann man so zur Kenntnis nehmen als ein Argument. Und ich verstehe das, aber ich denke mal, dass bei all den Dingen, die wir so betreiben, die in irgendeiner Art und Weise zugleich auf Kollisionskurs zum Beispiel mit der Umwelt sind, gilt es möglicherweise auch mal zu bedenken, dass wir nicht immer das optimale Ergebnis beanspruchen können. Und da gilt es ja dann vielleicht zu sagen, ja, in einer idealen Welt würde ich immer sofort in ein Fluggerät springen und ein paar Stunden später irgendwo im Restaurant mir mit jemandem die Hand schütteln und sozusagen das Geschäft machen und dann wieder zurückfliegen. Aber wir leben halt nicht in einer idealen Welt und eine ideale Welt hätte sozusagen unbegrenzte Ressourcen und würde sich auch nicht verschmutzen. Und so eine Welt haben wir nicht zur Verfügung. Und das ist ja sozusagen nur der ökologische Blickwinkel, der schon immer ein Teil der Diskussion war, weil der Flugverkehr ja teilweise vollkommen irrwitzig ist, der da so seit Jahrzehnten stattfindet. Nur ist es natürlich so, dass, also, wie soll ich sagen, also ich glaube, die Natur in all ihrem Einfallsreichtum, ohne dass ich sie jetzt so anthropomorphisieren möchte, die Natur in all ihrem Einfallsreichtum könnte niemals einen so krassen Vektor erfinden wie den internationalen Flugverkehr. Das ist ja die ultimative Virenschleuder. Damit kann man Pathogene
innerhalb kürzester Zeit über alle Kontinente transportieren. Und es ist ja auch kein Wunder, dass in all diesen dystopischen Endzeitgeschichten letztendlich fast immer die Ausbreitung mittels Flugverkehr stattfindet, weil das ist ja wirklich geschenkt. Und naja, also heute, jetzt in diesem Augenblick bekommen wir natürlich dafür die Rechnung, dass wir allesamt total flugwütig sind. Nur am Rande, fast in jeder Firma, in der ich früher jemals gearbeitet hatte, hat sich dann früher oder später um einen dieser Businessleute irgendein Skandal entfaltet, weil dann aufgeflogen ist, dass seine ständigen Reisen nach Südostasien damit zusammenhängen, weil da irgendwo in Manila oder so seine Lieblingsprostituierte lebt und er einen Weg gefunden hat, das über das Spesenkonto alles abzuwickeln, was dann nach Bayern auffliegt und er gefeuert wird. Aber das nur am Rande. Die Leute, aber es ist ja, das ist ja dann genau die Person, die mir dann in einer anderen Situation vermutlich erzählt hätte, so wie wichtig das ist, vor Ort zu sein. Ja, das verstehe ich, dass es dann wahnsinnig wichtig ist, vor Ort zu sein und dass eine virtuelle Welt kein Ersatz für das, was er da so betreibt, bieten kann. Aber das nur am Rande, das ist natürlich ein bisschen polemisch. Ich möchte hier nicht auf den gehobenen Mittelstand einschlagen, als wäre der an allem schuld. Die Reisewut, die Flugwut ist etwas, was uns alle betrifft, denn wenn man heutzutage für 40, 50 Euro irgendwo auf die Balearen fliegen kann, dann ist das, dann stellt das irgendwie ein Problem dar. Und dass man das ausschließlich ökonomisch zu lösen versteht, indem man auf die Rückseite des vorderen Sitzes irgendeine Werbung klatscht und damit irgendeine Refinanzierung der Flugreise betreibt, ist einfach keine Antwort, die uns an dieser Stelle irgendwie weiterhilft. Ja, ich meine, könnte man ja immer so weitermachen, denn all diese Sachen sind jetzt indirekt etwas, was sich für uns, die jetzt allesamt hier kollektiv von Covid-19 betroffen sind, ja natürlich rächt. Natürlich gibt es spezielle Probleme dabei und ein Teil dieser speziellen Probleme sind sicherlich die Chinesen selbst. Obwohl das jetzt nun nicht hundertprozentig als gesichert gilt, aber es hat sich ja ein bisschen der Verdacht verhärtet, dass diese spezielle Gattung, diese genetische Variante des Viruses von einem Schuppentier stammt, also einem Pangolin. Ob das jetzt nun stimmt, das ist wie gesagt nicht hundertprozentig, aber es ist ja natürlich schon interessant, weil Pangolin, also das Schuppentier, ist ja überall auf der Welt geschützt und vom Aussterben bedroht, aber in China wird das unentwegt unter der Hand gehandelt, weil zumindest die Betuchten, die es sich leisten können, daran glauben, dass es sie potenter macht, ähnlich wie bei all den Nashörnern, die sie in den letzten 30, 40 Jahren quasi fast zum Aussterben gebracht haben, einfach nur um das Horn zum Pulverchen zu zerreiben, damit man es dann endlich mal der heimlichen Freundin besorgen kann, die man neben der Ehefrau irgendwo so betreibt. Das sind alles kulturelle Widerlichkeiten, für die man überhaupt kein Verständnis aufbringen muss. Und etwas, worüber wir noch werden reden müssen, weil es kann nicht sein, dass ich sage da immer, ich möchte, dass wir als Zivilisation, wenn wir scheitern sollten als Zivilisation und sozusagen in eine vollständige, kataklysmische Dystopie stürzen, dann sollten wir es am Rande unserer Kräfte tun. Wir sollten das als eine Zivilisation tun, die alles versucht hat. Wir sollten als Zivilisation nicht deswegen scheitern, weil wir einfach faule, dumme Arschlöcher sind, die nebenher auch noch abergläubisch sind. Das ist super peinlich. Das ist eine peinliche Art, um unterzugehen. Um unterzugehen, weil irgendwelche reichen Idioten keinen Ständer haben, ist eine Vision dieser Zivilisation, die sozusagen wirklich durch und durch nur meine Misanthropie tickelt. Das könnt ihr mir glauben. Naja, die Story geht aber weiter. Auch hier muss man nicht unbedingt auf den gehobenen Mittelstand einprügeln, denn wir alle sind ein Teil des Problems. Und damit möchte ich natürlich über mein Lieblingsthema reden, den vollkommen derangierten, psychotischen Fleischkonsum dieses Planeten. All diese Probleme, all diese, also vielleicht mit Ausnahme von Ebola, aber sämtliche Epidemien der letzten Jahre haben irgendwo indirekt irgendeine Art von Korrelation mit Tierzucht, mit Fleischproduktion und mit einem Alltagsverhalten, das absolut inakzeptabel ist. Und
Naja, das wird sich rächen. Also Corona ist nur ein Symptom dafür, dass die Einschläge immer näher kommen. Und die Gretchenfrage ist sozusagen, ob der Homo economicus cretinus imstande ist, sozusagen aus seinem Traum aufzuwachen und tatsächlich sich zu verändern und zu handeln, oder ob wir dazu zu blöd sind. Und wenn wir dazu zu blöd sind, dann verdienen wir es aber auch nicht anders, als unterzugehen. Das kann man anders leider nicht sagen. Es gibt natürlich andere Sachen, die mir dann in den Sinn kommen, und das ist so zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Immunsystem und Stress. Ich glaube, dass viele Leute gegenwärtig zu sehr anfällig sind für eine solche Krankheit, weil ihr Immunsystem möglicherweise nicht fit genug ist, weil sie seit Jahren auf den Zehenspitzen leben, ständig abgehetzt sind, ständig sozusagen den Job hasten, zu lange pendeln müssen, spät abends nach Hause kommen. Manche Leute haben einen Zweitjob. Also da hier rächt sich natürlich, dass wir eine sehr materialistische Gesellschaft sind, in deren Mitte einfach nur das Geld liegt. Und ich meine das auch gar nicht als eine Form von dekadenten Hedonismus, sondern ich meine das als ein Wertesystem, bei dem jeder plötzlich gezwungen ist, sozusagen sklavisch nur noch für die nächste Miete zu leben, beseelt von der Angst, dass er ja plötzlich derjenige sein könnte, der aus dem System rutscht und plötzlich auf der Straße steht oder von der Wohlfahrt abhängig ist. Und das mag ja gut funktionieren, und am Ende des harten Tages kann man sich dann einfach den Kopf ausspülen mit Netflix und für ein paar Stunden vergessen, dass es so schlimm ist, vielleicht mit zwei Gläsern Wein hinterher. Aber es ändert ja nichts daran, dass das nicht wirklich ein beneidenswerter Lifestyle ist. Und das ist etwas natürlich, wo viele Leute vermutlich darüber nachdenken, irgendwelche Glücksforscher. Und damit komme ich zum anderen Thema, nämlich diese riesige Sackgasse namens Arbeitsmarkt. Das Problem mit Covid-19 ist, dass wenn wir alle mal 6 Wochen jetzt zu Hause bleiben würden, dann würden wir nach 6 Wochen, also wie so eine Art Star Trek-Gesellschaft, nicht? So eine Star Trek-Zivilisation, wir würden nach 6 Wochen vor die Haustür gehen und das Thema wäre gegessen. Also das sozusagen die Infektionsketten würden einfach in unglaublicher Schnelle kollabieren. Der Kontagiositätsindex, der würde so schnell unter 1 rutschen, dass wir gar nicht schauen würden. Das geht natürlich nicht. Die Leute müssen weiter in die Arbeit. Das ist ja natürlich ein Riesenproblem, das natürlich viel tiefer greift als jetzt die unmittelbare Erfahrung einer Krankheit. Das ist, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist und wie wir so innerhalb dieser Gesellschaft imstande sind, mit Problemen umzugehen und mit unerwarteten Schicksalsschlägen klarzukommen. Und das sieht bei vielen Leuten einfach nicht so gut aus. Und in einer Welt, in der zum Beispiel die Bürger ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, sähe das schon deutlich besser aus. Ohne dass der Staat dafür massiv einstehen müsste, weil das täte er sowieso schon. Also das würde auf jeden Fall in einer solchen Situation deutlich helfen. Natürlich, ich verstehe das kapitalistische Problem daran, dass wir ja nicht für den Bedarf produzieren, sondern für das Anheizen der Märkte. Also das ist ein kleiner, feiner Unterschied, der damit zusammenhängt, dass man einfach diese riesige Maschine, die mit großer Geschwindigkeit immer weiter rotiert, nicht einfach so anhalten können, um mal eine Epidemie vorbeidüsen lassen. Aber es ist ein super unfaires System natürlich, denn wenn der reiche Manager dann doch Schiss bekommt, nochmal in die Arbeit zu gehen und sich von einem seiner Angestellten anhusten zu lassen, versteckt er sich halt zu Hause mit seiner Familie in der Gated Community und er wird verlieren, er wird Geld verlieren, aber er hat vermutlich genug davon, so dass es ihm letztendlich nicht wehtut. Es wird ihn vielleicht ärgern. Aber der normale Bürger hat diese Freiheit gar nicht. Also der normale Bürger weiß, dass er jetzt eigentlich dazu beitragen sollte, dass die Infektion gestoppt wird, dass er sozusagen zu Hause sein sollte und den Verlauf abwarten. Aber das kann er ja nicht. Er muss am nächsten Tag zusammen mit 200 anderen Leuten in die U-Bahn reinklettern und halt Richtung Arbeitsplatz fahren, während ein Viertel der Leute dort so betreten vor sich hinhustet. Gewahr dessen, dass jeder, missgünstig anschaut dabei. Das macht also deutlich, dass Materialismus und Monetarismus bei Pandemien sehr schlechte Ratgeber sind oder zumindest ein sehr schlechtes Umfeld darstellen, um schnell und effektiv mit dem Problem fertig zu werden.
Und wenn der Mensch sich nicht freiwillig ändert in seiner Gesamtheit, weil er eben ein arroganter Klugscheißer ist, gibt es ab einem gewissen Punkt immer nur noch die letzte Maßnahme, um einer Pandemie zu begegnen. Und das ist die massive Beschränkung von Rechten. Und das ist etwas, was immer passieren könnte, als sozusagen das letzte Mittel, um irgendeine Art von globales Ereignis zu beeinflussen. Naja, also der Misanthrop in mir stellt sich eben die Frage, ob die Herde nicht ab und zu ausgedünnt werden muss. Ich bezweifle, dass Corona dabei allerdings die Antwort ist. Da bräuchte es schon den berühmten Asteroiden. Aber wenn du dir mal wieder ein Steak gönnst, ja, das im Supermarkt nur 3,90 € gekostet hat und für dich schön in eine Plastikfolie eingeschweißt wurde, dann erinnere dich daran, dass der Homo economicus cretinus überall zu finden ist und dass der Beweis, ob wir als Spezies es überhaupt wert sind, zu überleben, noch nicht wirklich angetreten wurde. Das ist etwas, das noch vor uns liegt. Doch, genug der Polemik. Wie gesagt, die vorhin genannten Zahlen, die sind alle so mit Vorsicht zu genießen. Die Ergebnisse sind noch nicht alle da und das Ganze ist ein laufender Prozess, der im Augenblick so ziemlich jeden Virologen und Immunologen und Epidemiologen auf dieser Welt beschäftigt. Hierzu kommt, dass pandemische Zustände natürlich eine Belastung für das Vertrauensverhältnis zwischen Bevölkerung und den Politikern darstellt. Und will mir jemand ernsthaft erzählen, dass dieses Vertrauensverhältnis bereits in den ruhigen Zeiten allzu gut war, zumindest hier in Deutschland? Tja, da kann man sich also vorstellen, wie lustig das noch wird. Ich werde mal unter das Video mal einige halbwegs solide Links zu Dokumenten posten, die sich mit diesen vorliegenden Fakten auseinandersetzen und die vermutlich entsprechend ständig angeglichen werden. Also vorzugsweise eben natürlich das Robert-Koch-Institut. Tja, das ist so erstmal alles. Nicht den Kopf hängen lassen, nicht sich in Panik versetzen lassen, nicht sich polarisieren lassen, aber zugleich die vorliegenden Fakten ernst nehmen und aus ihnen rational intelligente Konsequenzen ziehen. Wozu es überhaupt keinen Anlass gibt, ist in irgendwelche bizarren, teilweise rassistischen Gesten zu verfallen. Also das ist keine Krankheit, bei der man plötzlich irgendwelchen Bevölkerungsgruppen irgendwie den Handschlag verweigern sollte. Aber ich würde meinen 71-jährigen Vater im Augenblick nicht zu einem Rockkonzert schleifen. Das erschiene mir doch als ein wenig unvorsichtig. Und in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.